Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Morgen spielt unser VfL ja, im Heimspiel gegen die Roten Teufel, gegen den ersten FC Kaiserslautern, nachdem wir letzte Woche endlich unseren ersten Sieg einfangen konnten gegen den Hamburger SV, haben wir dann zu Hause 2:1 gewinnen können. Und der erste FC Kaiserslautern ist ja momentan auch richtig gut drauf. Konnten letzte Woche auch wieder gewinnen gegen Hansa Rostock zu Hause mit 3:1. Und einer ist besonders gut drauf bei den Roten Teufel, nämlich Ragnar Ache, hat schon 5 oder 6 Saisontore gemacht, kam im Sommer aus Eintracht Frankfurt nach Kaiserslautern. Und wenn wir den morgen in den Griff bekommen, sieht das gar nicht mal so schlecht aus. Aber natürlich haben wir noch ganz viele andere Spieler, ganz große Qualitäten im Kader vom 1. FC Kaiserslautern. Und deswegen stehen sie auch ganz oben in der Tabelle. Ein Spieler vom 1. FC Kaiserslautern wissen wir auf jeden Fall, dass er gute Qualitäten hat. Nämlich Aaron Opoku spielt in der Saison 21/22 bei uns an der Bremer Brücke. Hat bei uns auch sehr, sehr gut gespielt. Hätte ihn gerne weiterhin bei uns gesehen. War aber leider nur ausgeliehen an uns vom Hamburger Sportverein. Von Hamburg hat es ihn dann nach Kaiserslautern gezogen, wo er momentan etwas hinten dran ist, aber trotzdem eine ganz gute Rolle spielt. Und ja, freut mich auch, den morgen auf jeden Fall wiederzusehen. Eine sehr, sehr gute Nachricht für uns ist, dass unsere Konkurrenten verloren haben. Nämlich zu einem hat Braunschweig 1:0 in Rostock verloren. Schalke hat ja gestern Abend schon gegen Paderborn gespielt. Ja, Schalke, die ja momentan echt im Loch sind, haben auch den Trainer Thomas Reis ja unter der Woche entlassen. Hat gestern 3:1 verloren gegen Paderborn. Und Wien Wiesbaden hat auch verloren. Die haben ja einen sehr, sehr guten Saisonstart hingelegt. Jetzt ein bisschen wieder abgeflacht. Jetzt sind sie ziemlich nach unten gerutscht auf Platz 15, wenn ich es jetzt richtig habe. Und ja, mit einem Sieg, was aber ja, schwierig genug wird. Ich glaube, einen Punkt würden wir auch alle nehmen, aber ein Sieg wäre natürlich am schönsten. Was aber ziemlich schwierig werden wird morgen. Könnten wir erstmal auf Platz 17 springen, außer wir gewinnen ja, mit einem sehr, sehr hohen Torunterschied. Ich glaube, mit 6 Toren, dann stehen wir auf Platz 16. Aber ich glaube, einen knappen Sieg, den nehmen wir auch gerne mal mit, ne? Gestern ist auch noch mein Vrieth-Trikot angekommen, was ich circa vor 2 Monaten bestellt habe. Ja, der VfL hatte ja durch den Ausrüsterwechsel Lieferprobleme gehabt. Und deswegen sind die Trikots jetzt alle nacheinander 2 Monate circa später angekommen. Und morgen kommt noch der Brückentag-Pullover wieder zum Einsatz. Hat gegen den HSV Glück gehabt. Davor war er lange in meinem Schrank verschollen. Habe ich lange nicht wiedergefunden. Aber gegen den HSV habe ich ihn auch getragen und er hat Glück gebracht. Also vielleicht könnte er vielleicht auch ein bisschen morgen wieder Glück bringen. Würde ich auf jeden Fall nichts gegen haben. Ich habe mich jetzt fertig umgezogen. Gleich geht's nach Osnabrück. Und das Stadion wird heute auch wieder ausverkauft sein. Der Gästeblock ist natürlich auch wieder ausverkauft. Kann auch gespannt sein. Kaiserslautern haben sehr coole Fans. Und dann geht's gleich nach Osnabrück. Timo Beermann absolviert ja auch seit dieser Woche auch wieder Teile des Mannschaftstrainings. Er ist ja wegen seiner Verletzung jetzt lange wieder raus gewesen. Jetzt kann er aber wieder mittrainieren. Eine Option, hat Schweinsteiger aber gesagt, ist er vor der Länderspielpause leider noch nicht. Aber jetzt geht's ab nach Osnabrück. Gerade in Osnabrück angekommen und wie immer machen wir jetzt
natürlich mit den Tipps weiter. Ich tippe auf ein knappes 2:1 für uns, da ich hoffe, dass wir den Schwung vom Hamburg-Spiel mitnehmen können und dann auch den zweiten Sieg hintereinander einfahren können, obwohl es sehr, sehr schwer heute werden wird. Was ist dein Tipp? Oh, Robby, das ist schwierig heute. FC Kaiserslautern. Ich sag mal 1-0. Ich tippe auf ein torreiches 3-2 für unseren VfL. Wir haben jetzt direkt einen Parkplatz gefunden und jetzt geht's ab zum Stadion. Wir haben uns jetzt hier wieder was zu Fuden geholt und oh, hier ist direkt meine Wespe. Und dann geht's gleich ab ins Stadion. Stadion ist gut gefüllt bisher. Gästeblock auch sehr gefüllt. Und noch ca. 40 Minuten bis zum Anpfiff. Leute sind auch schon raus. Und jetzt kommt die Mannschaft. Aufstellung ist auch schon draußen. Hier blende ich euch sie wieder ein. Ist genauso geblieben wie gegen den HSV. Nur auf der Bank gibt es eine Veränderung. Thalhammer ist nach seiner Verletzung wieder zurück im Kader. Sehr, sehr wichtig. Zu Beginn
Spiele, lila, weiß und schwarz da oben. Die fahren nach oben, und dann gehen wir auf die Bierfahrt. Und jetzt geht's in die Hand. Hier kommt unsere Hymne.
Aber bisher kommen die aber auch nicht so gut. Freischüsse. Thank you.
musst jetzt echt aufpassen. Das kommt nicht gut aus der Halbzeit. 2-2 liegt in der Luft. Bitte.
Am Ende 2-2, wenn man es jetzt aus ganzem Spielbereich, also es verdient, muss man sagen. Natürlich extrem bitter. Das ist in der letzten Aktion des Spiels eigentlich so gut wie fällt. Aber Lautern hat, glaube ich, 35 oder 34 zu 10 Torschüsse gehabt. 5,33 Expect Goals, glaube ich. Bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall, es hätte auch 4-2, 5-2, 6-2 oder so ausgehen können. Aber der Grill, ja, hat heute, glaube ich, das Spiel seines Lebens gemacht. 2 Elfmeter rausgefischt gegen Kraus in der ersten Halbzeit. Das war so der Wendepunkt in der ersten Halbzeit. Dann haben wir die 2 Tore gemacht. Und dann kurz vor der Halbzeit hat Lautern durch Niehus nach der Ecke verkürzt. Und ja, dann hat sich das eigentlich abgezeichnet, dass Lautern eigentlich das 2-2 macht. Haben es aber nicht gemacht. Grill hält er immer überragend. Dann noch der Elfmeter, ja, 5 Minuten in der Nachspielzeit. Da hat man schon so gedacht, okay, jetzt passiert es. Aber nächster, Grill hält ihn wieder. Das ganze Stadion ist ausgerastet, ey, vor Emotionen. Und dann gibt es mit der letzten Aktion in der 8. Minute der Nachspielzeit diesen Eckstoß, ja. Und da wird dann unglücklich abgefälscht und trudelt er ins Tor. Ich glaube, Diakité hat ihn abgefälscht, wo man auch sagen muss, dass er, so muss man Lob aussprechen für ihn, hat er richtig gut gefightet, hatte da auch so eine Schiene umarmt, weil er sich sehr, also der wird, glaube ich, auch länger jetzt ausfallen, also, glaube ich zumindest, sah nicht gut aus, hat trotzdem weitergespielt, kann man ihm keinen Vorwurf machen, da mit einem Arm kann man sich schnell, nicht so schnell wegdrehen, also ihn trifft keine Schulter, auch wenn er ihn unglücklich abgefälscht hat. Am Ende ist es halt extrem bitter, fühlt sich extrem scheiße an, aber nächste Woche gegen Düsseldorf geht's weiter und da gibt es die Chance auf die nächsten oder auf 3 Punkte wieder. Punkt wäre auch gar nicht mal so schlecht in Düsseldorf. Man kann auch gerne den Punkt jetzt mitnehmen, auch wenn es erstmal bitter ist. Ich glaube, in 2-3 Wochen sagt man, okay, zum Glück haben wir den Punkt geholt, muss man eigentlich auch schon fast jetzt sagen, mit den ganzen Torchancen von Lautern. Und dann sehen wir uns, ja, beim nächsten Stadionblock wieder. Ciao.